Achtmal am Tag. Fünfmal am Tag. Konnte es nicht mehr lassen. Über das Thema Masturbation. Die letzten Nächte hat er kaum geschlafen. Walter kommt fast jeden Tag. Unter seinen Freunden ist er der letzte Überlebende. Ersatzstoff für alle, die nach Jahrzehnten der Sucht ihre Ruhe haben möchten. Nochmal, hör auf zu wichsen. Assalamu alaikum, Freunde, und herzlich willkommen, meine verehrten Zuschauer. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe eine neue Form, und zwar Bankai. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bevor ich gegangen bin, hatte ich ein Video gemacht, und zwar: Deswegen solltet ihr aufhören, Pornos zu schauen. Unter diesem Video haben viele Leute gefragt: Ahmad, was ist jetzt zum Beispiel mit Masturbieren, ohne Pornos zu schauen? Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt, meine Freunde. Ein Thema, worüber fast keiner redet, weil er Angst hat, nicht mehr werbefreundlich zu sein. Was aber gar keinen Sinn ergibt, weil es ein ganz normales und natürliches Thema. Aber bevor es losgeht, YouTube, dieses Video bezieht sich nicht auf irgendeine Nacktheit, und dieses Video geht auch nicht um sexuelle Inhalte, sondern es ist ein lehrhaftes Video, um die Problematik dessen aufzuklären. Dankeschön. Also, dieses Video ist wichtig für jeden Einzelnen von euch, und ihr solltet das auch zu Ende schauen, denn ich habe mal nachgeschaut, laut Umfragen masturbieren 94% aller Männer und 85% aller Frauen. Das heißt, ihr könnt im Großen und Ganzen sagen, jeder, der dieses Video schaut, masturbiert wahrscheinlich. Also, ich hoffe nicht währenddessen. Du wirst so Höllefahrt. Bei meinem letzten Video haben wir feststellen können, dass es bei Pornos keinen einzigen lobenswerten Aspekt gibt. Pornos sind zu 100% schädlich. Aber Masturbation ist nicht gleich Pornos. Das haben viele unter meinem letzten, beziehungsweise bei meinem letzten Video nicht ganz verstanden, weil ich das vielleicht auch nicht ganz klar herauskristallisiert habe. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also hört jetzt sehr, sehr gut zu. Jeder von euch weiß, wie er sich fühlt, nachdem er masturbiert hat. Und genau darum geht es. Zuallererst muss natürlich klargestellt werden, unabhängig jetzt von dem Gefühl jedes Einzelnen von euch, Selbstbefriedigung in Form von Sex oder Masturbation ist was völlig Normales. Wirklich, bei meinen Recherchen habe ich einige Sachen entdeckt. Coolsten Schwanz hat. Mein Schwanz gewinnt. Dass sogar Tiere Ellenbogen in den Hintern und sowas. Aber nur weil etwas natürlich ist, heißt es nicht, dass es übermäßigem Maße konsumiert werden kann. Schlafen zum Beispiel ist eine der natürlichsten Dinge, die es gibt, und verleiht dem Körper sogar Energie und ist notwendig. Und auch bei Schlafen überstürzen in der heutigen Moderne Dutzende Menschen es und schlafen den ganzen Tag, liegen im Bett rum, werden fett und so weiter. Liegen einfach den ganzen Tag im Bett rum. Wait a minute. Ich auch manchmal. Und genau darum geht es. Es geht um das Maß. Und wir schauen jetzt mal in die Wissenschaft rein, was die Wissenschaft uns mal wieder sagen will. Es gab Studien von renommierten Biologen an Tieren und an Menschen. Und man hat festgestellt, dass sogar Affen masturbieren, um die Spermien aufzufrischen, weil anscheinend frischere Spermien schneller und effizienter sein sollen. Und in der Tierwelt das ja manchmal so ist, dass ein Weibchen mit mehreren Männchen interagiert und Sex hat. What the hell is this? Slut shame. Audubillah. Das ist richtig krass jetzt. Wenn dann das eine Männchen, was auch mit dem Weibchen Sex hatte, schnellere und effizientere Samen hat, die die Frau befruchten können, dann wird das Männchen der Vater und nicht das andere Männchen. Und der Fortpflanzungsinstinkt ist ja dafür da, seine Spermien weitergibt an die nächste Generation. Deswegen masturbieren anscheinend Tiere. Auch noch andere Gründe, zum Beispiel Verhütung von sexuell übertragbaren Infektionen. Es gab anscheinend verschiedene Aspekte, warum die das in der Tierwelt tun. Genug von Tieren. Jetzt kommen wir zu dem, was uns mehr interessiert, und zwar Menschen. Auch wenn viele Menschen den Affen ähneln. Aber kommen wir jetzt zu den Menschen. Wie schaut es aus bei den Menschen? Sollte man masturbieren? Es soll anscheinend anhand von Studien sogar bewiesen, dass Prostata-Risikokrebs senken. Da weiß man aber immer nie, wie das ausschaut mit der Korrelation. Dann gibt es zum Beispiel noch, dass anscheinend Schmerzen verringern soll, Herz- und Immunsystem stärken soll, dass es auch dafür da ist, um die Spermien aufzufrischen und so weiter. Das kann uns aber erstmal am Arsch vorbeigehen. Euch interessiert viel mehr das Gehirn und das Wohlbefinden von euch selbst. Darum geht es euch, denke ich, genauso wie mir. Wie wirkt sich die Masturbation wissenschaftlich gesehen auf unseren Hormonhaushalt aus? Es gibt zum Beispiel diese bekannte chinesische Studie, die so gut wie von jedem da draußen zitiert wird. Und das ist einfach, dass der Testosterongehalt sich relativ gleich gehalten hat, und dann beim 7. Tag ist es hochgeschossen, der Testosterongehalt. Und danach ist es dann bis zum 15. Tag wieder auf den Anfangswert zurückgesunken. Das heißt, im Gesamtbild ist das Testosteron gleich geblieben. Das Mythos, dass man auf einmal 1000% mehr Testosteron hat durch NoFap, das stimmt wissenschaftlich gesehen tatsächlich nicht. Wenn ihr NoFapper sein wollt, dann seid ihr NoFapper. Testosteron spielt
Typen so extrem abfällt danach. Deiner individuellen Alpha-Version wirst, wirklich um den Bereich Testosteron. Aber das Beste, was du machen kannst, ist es selber mal zu testen. Aber ist auch, glaube ich, klar, weil wer hat das auch geglaubt? Ich glaube, jeder von uns hat auch als Mann manchmal 2 Wochen es geschafft, nicht zu masturbieren. Und ja, sogar ich habe keinen Bart dadurch bekommen, okay? Aber kommen wir zu dem Fühlen zurück. Wie ist es in der Wirklichkeit? Der Hormonhaushalt wird definitiv vom Masturbieren beeinflusst. Und der Hormonhaushalt ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel, wenn Dopamin, Endorphine ausgestoßen werden, dass wir uns glücklicher fühlen. Und genau das wurde auch dadurch beeinflusst. Ich sehe Dutzende Leute, die mir das schreiben und ich selber auch, die Schuldgefühle kriegen, wenn sie masturbiert haben, die sich schlecht fühlen. Ich habe genau zu diesem Thema sogar eine Umfrage in meiner Story gestartet und schaut euch mal die Antworten an, die ich bekommen habe. Und obwohl die Wissenschaft kaum daran geforscht hat, gibt es sogar für dieses Phänomen einen Begriff: postkoitale Dysphorie. Kein Witz, es gibt für dieses Auftreten, was wahrscheinlich jeder von euch schon mal gespürt hat, laut Umfragen soll 2 von 3 Menschen dieses Gefühl schon mal gehabt haben, dieses leere, schlechte. Forscher vermuten unterschiedliche Dinge. Manche Forscher interpretieren zum Beispiel, weil der Mann eiskalt die Fähigkeit zum Schwängern verloren hat, nachdem er gekommen ist. Ich vermute aber, als Ahmad und nicht als Forscher, dass es von etwas ganz anderem kommt. Wie ich euch gezeigt habe, löst die sexuelle Sättigung verschiedene Gehirnveränderungen aus. Ist ja logisch. Dadurch, dass wir die sexuelle Sättigung selber in die Hand nehmen, ohne einen Partner, wird dem Körper signalisiert, du musst nicht auf Partnersuche gehen, weil du hast diese Sättigung, die dafür da ist, einen Partner zu suchen, die hast du quasi ausgelöscht. Und das daraus resultierende ist ja logisch, und zwar Einsamkeit. Und diese Einsamkeit macht dich wiederum noch trauriger, als du schon, nachdem du gekommen bist, bist. Das heißt, die Folgen von der Masturbation alleine zu Hause, regelmäßig und jeden Tag scheinen nicht so gut zu sein. Das ist das große Problem an der ganzen Thematik. Wenn du zu Hause sitzt und dir jeden Tag masturbierst, okay, vielleicht sogar mehrmals, und du dich dann irgendwann mal einsam fühlst, weil du übernimmst zwar die sexuelle Sättigung, aber auf der anderen Seite fehlt dir trotzdem die Zweisamkeit. Aber um diese Zweisamkeit zu erreichen, musst du ja diesen Reiz haben, um einen Partner zu suchen. Den hast du aber nicht, weil du das selber übernommen hast. Und dann kommt die Folgereaktion daraus, was in den Studien und der Wissenschaft, zumindest in der, die ich mich reingelesen habe, nie gezeigt wird. Derjenige ist alleine zu Hause, fängt sogar vielleicht an, Pornos zu konsumieren, fängt sogar vielleicht an, Webcams zu schauen, Onlyfans zu abonnieren, um irgendwie diese Nähe zu spüren. Und das ist eigentlich verdammt traurig. Und das alles vom übermäßigen Masturbieren. Also was kann ich abschließend dazu sagen? Das heißt natürlich nicht, dass Masturbieren generell verteufelt werden soll. Das heißt nur, dass man sich darüber bewusst sein soll. Nur weil Essen ein Grundbedürfnis ist, heißt es nicht, dass du alles in dich reinschaufeln sollst. Nur weil Masturbieren ein Grundbedürfnis ist, beziehungsweise die sexuelle Sättigung, heißt es nicht, dass du es die ganze Zeit machen sollst. Meiner Meinung nach, wie ich jetzt aus den ganzen Fakten, die ich euch rübergebracht habe, selber entschieden habe, ist, man hat ja gesehen, nach 7 Tagen war das Testosteron am höchsten. Die logische Folge für mich jetzt daraus ist, dass man maximal 2 bis 4 Mal im Monat masturbiert. Also jede Woche maximal 1 Mal, wenn überhaupt. Meiner Meinung nach ist es sogar viel klüger, um diese anderen Folgereaktionen zu umgehen, sich einen Partner zu suchen. Das ist die logischste und beste Variante, die man machen kann. Man sucht sich einen echten Partner. Das heißt, Freunde, um nochmal auf die Ausgangsfrage einzugehen, Pornos sind immer noch ungleich Masturbation. Man kann das beides nicht miteinander vergleichen. Und heutzutage werden euch diese Sexualisierung überall mit eingefügt. Egal, wo ihr hinschaut. Ich weiß ja selber, wie das ist. Viele wollen gar nicht masturbieren, machen es aber dann trotzdem. Sie schauen auf TikTok und selbst da wird überall übersexualisiert. Und wenn man etwas dagegen sagt, dann heißt es leben und leben lassen. Aber ist es nicht leben und leben lassen, weil diese Übersexualisierung schadet uns allen. Aber dazu auch in einem anderen Video. Ich kann euch damit nur sagen, wenn ihr jeden Tag masturbiert, versucht da rauszukommen. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich jeden Tag masturbiert habe, vielleicht sogar an manchen Tagen mehrmals, weil ich habe dieses Gefühl erlangt, oh mein Gott, so kann ich positive Energie bekommen, so kann ich glücklich werden. Aber am Ende des Tages hat es mich gar nicht glücklich gemacht. Vielleicht für den Moment, aber nicht dauerhaft. Deswegen kann ich euch sagen, reguliert das Ganze und selbst wenn ihr es komplett weglässt, was habt ihr verloren? Ich kann euch nur sagen, ihr müsst es nicht ganz lassen, aber reduziert es. Das ist mein Rat an euch. Und mein 2. und letzter Rat an euch, wenn es hart ist für euch, da rauszukommen, wie es für mich war, dann macht es so. Und zwar stückweise.
ab heute aufhören und so. Das ist nicht möglich. Das ist die größte Lüge, die euch je erzählt wird. Das ist genau das gleiche wie bei anderen Themen. Sagt euch, ich werde jetzt nur noch jeden dritten Tag, ich werde jetzt nur noch jeden vierten Tag, ich werde jetzt nur noch für jeden fünften Tag und macht das nicht so als eine Challenge. Weil das Problem daran ist, wenn ihr das als eine Challenge seht, dann wartet ihr nur darauf, es nochmal zu tun. Macht es nicht so. Sieht es einfach als neue Lebenseinstellung. Sinn und Zweck dahinter, dein Leben umzustellen. Damit sollst du anfangen. Stückweise. Egal ob Frau oder Mann, kriegt eure Bedürfnisse unter Kontrolle. Wir sind keine Affen, wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen. Und das macht uns aus. Wir haben die Kontrolle über unser Gehirn und nicht andersrum. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, der mir das damals alles erzählt hatte. Ich hatte wirklich Probleme damit damals und niemand hat mir irgendwie geholfen dabei oder darüber geredet. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen. In dem Sinne, ich liebe euch. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommi da. Ganz wichtig, damit das Video genug Leuten vorgeschlagen wird. Und schickt das jemanden, der Probleme damit hat. Ich bin froh, wieder da zu sein. In Zukunft werde ich mehr so welchen Content machen, um euch zu helfen. Ich habe richtig Bock darauf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich liebe euch alle und haut rein, Freunde. Ciao.